Hi Leute, jetzt hier nach Silvester und Neujahr mal wieder ein paar hier News aus Alanya, wo ich denke, die könnten für den einen oder anderen sehr interessant sein. Ein Einbrecher wurde in Alanya wegen 6 Einbrüchen vor Gericht zu 19 Jahren und 6 Monaten Gefängnis verurteilt. Also ich denke mal, der wird schon eine Latte von Vorstrafen gehabt haben, denn so schnell wird hier in der Türkei keiner hier zu so einer langen Haftstrafe verurteilt. Also das war wahrscheinlich ein unbelehrbarer. In Alanya gab es zu Silvester kein Feuerwerk von der Stadt. Es wurde beschlossen, das Geld von diesem Budget dazu zu verwenden, um die Strom- und Wasserrechnungen von den armen Bürgern der Stadt zu bezahlen. Das ist eine soziale Einstellung. Da kann man nicht meckern. Ne? Statt das Geld zu verpulvern und in die Luft zu jagen, wurden Strom- und Wasserrechnungen bezahlt. Von Leuten, die am Rande sind, hier mit ihrer Existenz. Finde ich super. Total soziale Haltung. Kann sich Deutschland eine Scheibe von abschneiden. 2021 stieg im Jahr der Verbraucherindex Inflation um 36,08% nach Angaben des türkischen Statistikinstituts. Die Mieterhöhungsgrenze wurde bei 19,6% festgestellt. Mit den nachfolgenden Rechenbeispielen kam mir nicht ganz so klar, aber es wurde dargestellt, dass die Miete bei 1000 Lira auf 1196 Lira erhöht werden kann, bei 1500 auf 1794, bei 2000 Lira auf 2392 und bei 2500 Lira auf 2990 Lira. Aber aus den Erfahrungen hier weiß ich, das Beste ist, man einigt sich gütlich mit seinem Vermieter. Ne? Ja, klar, die dürfen nur diese Mieterhöhung machen, ne? Was hier der Gesetzgeber hier in der Türkei hier vorgibt. Ne? Aber naja, schmutzen wir drüber. Ne? Wir werden ja nicht ärmer und bis jetzt, also als Euro-Inhaber, alles gut gelaufen. In den Bergen von Mamudla wurden in mehreren Sommerhäusern eingebrochen. Die Polizei ermittelt. Gestern Abend starb ein beliebter Lehrer und Klassenleiter einer dritten Klasse mit einem Herzinfarkt. Die Ärzte konnten ihn nicht retten. Behinderte Menschen werden kostenfrei von ihren Wohnungen zu Ärzten bzw. Krankenhäusern mit entsprechenden Fahrzeugen gefahren. Neben den Transportern werden von der Stadt auch Beratungsleistungen für behinderte Bürger angeboten. Die Gebühren für den türkischen TÜV steigen kräftig um 36,2%. Zum Beispiel für Pkw von 372,88 Tele auf 507,40 Tele. Für Motorrad von 189,98 Tele auf 258,42 Tele. Ja, Bodo passt schon wieder auf hier. Bodo muss seinen Kommentar auch geben. Oder er sagt, oder andere mischen sich ein, dann muss ich mitmischen. Aber wenn wir jetzt diese Gebühren für TÜV so hier anschauen, klar, hier für die Einheimischen ist das eine Menge Geld. Aber hier für uns Euro-Inhaber bei dem Wechselkurs, der liegt jetzt ja bei 15,2. Ne? Also, das können wir nicht meckern. Für die Beamten und Beamten im Ruhestand, sprich Rentner, wurden die Bezüge für die ersten 6 Monate um 25,65% erhöht. Das ist mal so, wie ich richtig mitbekommen habe, diese Lohnerhöhung für Staatsbedienstete und für Rentner und für Beamte im Ruhestand, die werden immer 2-mal im Jahr gemacht. Ne? Und die richten sich immer nach der Inflation, das ist gesetzlich vorgeschrieben, da gibt es so ein entsprechendes Sozialgesetzbuch. Und das ist dann hier einmal jetzt Dezember, Januar, also der Dezember ist entscheidend und noch in der Juni entscheidend, weil im Juli wird es wieder angehoben. Ne? Das sind immer so die Monate, sagen wir so salopp, wo für die Berechnung dieses Index die Inflationsrate nicht so hoch sein darf. Ja, okay.
Brodo horcht und lauscht, was der andere da macht, der da draußen so bellt. Nach dem Motto, was geht dem das an? Hier hat keiner was zu sagen, außer ihm. Brodo hat hier das Sagen, ne Brodo? Ja, die Feuerwehr rettete 3 Menschen, die nach einem Erdrutsch an der Straße mit dem Fahrzeug einen Pritschenwagen ins Wasser eines Flusses bei Boatschai gefallen waren. Die Rettung konnte erst erfolgen, nachdem das Fahrzeug aus der Strömung heraus war. Die 3 eingeschlossenen Leute konnten gerettet werden. In der Silvesternacht kam es in einem Lokal beim Flughafen Gazi Pascha zu einem Streit zwischen 2 Männern und 2 Frauen und den Leuten vom Nachbartisch. Es ging um Frauen. Ja, wie immer. Alkohol und Frauen. Ist immer das Gleiche. Am Ausgang des Lokals wurde einem Polizisten eine Flasche auf den Kopf geschlagen. Der verletzte Polizist nahm die Waffe seines Kollegen aus dem Auto und schoss 4 bis 5 Mal auf den Boden. Durch das Abprallen der Kugel wurden 3 Personen in den Beinen verletzt. Es wurde niemand schwer verletzt. Der Polizist, der schoss, wurde in Gewahrsam genommen. Die benutzte Pistole wurde beschlagnahmt. Die anderen beteiligten Personen flohen unerkannt. Ja, offensichtlich hat der Polizist mit wenn man eine Flasche auf den Kopf kriegt, steht man erstmal unter Schock, ne? Aber der mit den ungezielten Schüssen auf dem Boden, dann durch den Abpraller jetzt unbeteiligte Leute verletzt. Aber dazu wurden in dem Artikel keine Aussagen getroffen. Ne? Denn die eigentlich Beteiligten, die sind ja abgehauen. Die waren ja weg nachher. Ne? Aber die 3 Verletzten wurden vor Ort festgestellt, also sprich Unbeteiligte, ne? Denke ich mal so. An einem anderen Lokal in Nalanya Sarai setzte die Polizei Pfefferspray ein, um eine Prügelei zu beenden. Die Beteiligten wurden in Gewahrsam genommen. Ja, wie so in Deutschland. Wenn sie hier alkoholisiert sind, dann erstmal ab in der Ausnüchterungszelle und danach ist so Vernehmung, ne? Denn da gab es Widerstand gegen die Polizisten und das ist hier genauso wie in Deutschland ihr Straftatbestand. Ein 16-jähriger Jugendlicher aus Alanya Oba verstarb an Corona. In Alanya Toslak wurde gestern Jagd auf Wildschweine gemacht. Gegen 17.30 Uhr ging ein Wildschwein auf den Betroffenen los. Der 57-Jährige verlor sein Gleichgewicht und stürzte 50 Meter in die Tiefe. Herbeigerufene medizinische Hilfe konnte nur noch den Tod feststellen. Im westlichen Teil der Provinz Antalya wird weiterhin vor Unwettern gewarnt. Auf der D400 kam es in Alanya Okursala zu einem Unfall mit einem Motorrad, welches in einen Pickup fuhr. Der Motorradfahrer wurde auf die Straße geschleudert. Dort wurde er von einem PKW überfahren. Der Motorradfahrer verstarb auf dem Weg ins Krankenhaus. Die beiden Fahrer der anderen Fahrzeuge wurden festgenommen und dem Richter vorgeführt. Offensichtlich so eine Sache hier, wo hier Vorfahrt, Ampeln, Rot, Grün und so bestimmte Rolle spielen. Da wird es bestimmt Zeugen gegeben haben, entsprechend so, naja, und Personenschaden. Ja, in Deutschland wird es ja auch so gemacht. Wenn erstmal hier jemand zu Tode kommt, dann werden die anderen Parteilichten erstmal als tatverdächtig eingestuft. Ne? Bis dann die Ermittlungen entsprechendes ergeben. Ne? Es soll ja so sein, dass immer in Sachen ermittelt wird. Ne? Nicht gegen eine Person oder für eine Person, ne? Sondern in der Sache. Ne? Und in der Sache müssen dann Hinweise, Beweise für die Schuld oder für die Unschuld gesucht werden. Ich hoffe, das läuft alles gut ab, aber die machen das eigentlich hier ganz gut. Die machen eine ganz gute Arbeit hier, die Polizei. Jetzt mal was zum Schmunzeln. Silvester am Tag, ne, späten Nachmittag, Jutta hatte Geburtstag, hat er eingeladen, also Jutta, meine Nachbarin. Ne? Und wir wohnen ja hier neben dem Malara-Park. Und weil die Raucher dann immer hier rausgehen, eine rauchen auf dem Balkon, dann haben wir das Ganze auch mitbekommen. Ne? Da hat so ein junger Mann, laut Artikel ein junger Russe, ne?
der hat dann so einen LKW mit diesen Hebebühne, ne, wo sie dann, wenn sie den Umzug fahren, ne, die Möbel aus den höher liegenden Wohnungen rausholen oder hochfahren. Ne. Den hat er geschmückt gehabt mit Ballons, mit Schleifen, rot und weiß. Ne, und hat sich dann zum Balkon von seiner Geliebten dann da hoch boxieren lassen. Und sie ist dann auch rausgekommen hier auf dem Balkon. Da hat er ihr dann einen Antrag gemacht. Ne, und weil auch so viele Leute rundherum standen und gefilmt haben und so oder fotografiert haben, dann hat sie auch ja gesagt. Aber war ganz lustig. Und war was anderes, ne? War was hier zum Schmunzeln, ne? Aber war eine nette Geschichte, ne, zum Abschluss. Tja, Leute, das soll es dann mal wieder gewesen sein. Und ich hoffe mal, falls euch gefallen hat, Daumen hoch, Abo da lassen und einen auf die Glocke hauen. Dann bis zum nächsten Mal. Und wollen wir hoffen, dass das Wetter halbwegs so bleibt. Jetzt die letzten Tage haben wir richtig schön herrlichen Sonnenschein. Super, das ist auch richtig angenehm. Und das ist herrlich.